Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir Celica freigeschaltet als Teammitglied. In diesem Part wollen wir mal schauen, ob wir noch irgendwelche Quests finden. Schaue ich hier gerade erstmal mal kurz durch, ob hier irgendwas so zum Abgeben ist. Ja. Eins. So. Abgeschlossen. Und dann düsen wir mal rüber. Noch kurz unseren Sold abholen. Und dann schauen wir mal durch die einzelnen Gebiete durch. Ob ich da noch irgendwas finde. Division. Sold. Bergungsschein. So. Dann schauen wir mal. Beginnen mal. Na. Mal ganz im Industriegebiet. Ich glaube, da gibt es noch eine Harmonie-Mission, die wir vielleicht machen können. Muss ich gerade mal kurz nachschauen. Nee. Brauche ich mal Gwyn auf Stufe 1. Das ist die Celica-Quest. So, dann schauen wir hier mal, ob hier ein rotes Fragezeichen auftaucht. Also hier schon mal nicht. Das hatte ich schon längst gesehen. So. Gehen wir uns mal ein bisschen schneller. Hier gibt es direkt eine von Ronaldiron. Entschuldige bitte, ich hätte da eine Frage. Ich habe gehört, dass Blade gewissermaßen die Dachvereinigung verschiedener Divisionen ist. Wenn ich nun Hilfe beim Aufspüren einer Person benötige, an welche Division wende ich mich da? Der Vermisste ist kein Mensch, falls es eine Rolle spielt. Mediatoren sind halt eher so generell Helfer Pathfinder, können halt den Vorteil bringen, dass sie Frontier nachvollziehen. Wir nehmen mal Pathfinder. Die Datensonden, die ihr Menschen auf ganz Mirav installiert habt, können also auch dazu verwendet werden, Vermisste aufzuspüren. Sehr nützlich. Ich danke dir, du klingst sehr erfahren. Darf ich fragen, ob du vielleicht auch eine Beyblade bist? Wenn das so ist, könnte ich dich dann vielleicht doch kurz beanspruchen. Ich suche nach einem Fahrzeug, das in Richtung Primordia unterwegs war, um Voltan sicherzustellen. Ein Zaroboganer namens Foskeran saß am Steuer. Er ist jung, ein junger Hohlkopf, ich kann es nicht anders sagen. Dies ist seine erste Expedition. Ich habe ihn gebeten, sich in bestimmten Abständen bei mir zu melden, aber ich habe nichts von ihm gehört. Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist, aber dennoch, Unfälle passieren. Ob ich dich vielleicht bitten könnte, nach ihm zu sehen? So. Dann sollen wir den Lastwagen, Nordwinkelküste. Okay. So. Ich danke dir. Gelingen oder Misserfolg bei Expeditionen können einen großen Einfluss auf unsere Voltan-Vorräte haben. So gesehen geht es nicht allein um Foskerans Wohlergehen, sondern auch um das aller anderen Zaroboganer. Ich bin für deine Hilfe dankbar.
Voskeran sollte zu einer Ausgrabungsstätte an der Nordwinkelküste in Primordia fahren. Ich schlage vor, du beginnst dort mit einer Suche. So, dann wollen wir da direkt mal hin. So, Nordwinkelküste. So. Dann schaue ich mal, ob ich eventuell sogar... Ah, da drüben ist es schon. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal noch das Geld mit. Natürlich. So. Lastwagen. Okay, er macht Geräusche. Er schläft. Schläfchen. Wir stören ihn mal. Was? Ich habe das seltsame Gefühl, gerade jemanden gesagt zu haben, dass ich versuche zu schlafen. Habe ich etwa geträumt? War das ein Traum? Es war mein erster. Wie überaus menschlich von mir. Was tust du hier? Wächter Vorfächse durchstreifen diese Lande. Es ist eine dumme Idee, hier einfach rumzustehen. Da zum Beispiel, da links. Wieso gegen sie kämpfen? Viel Glück. Ich bleib im Laster und schau dir zu. Ich krieg ganz schön auf den Deckel. Ich aber auch gerade. Okay, das hat er schon. So. Rückseite. Ah, ist mal gedreht. So. Dann wieder der Lastwagen. Wo waren denn da? Das war recht beeindruckend. Nach diesem Schauspiel fühle ich mich hellwach. Was wolltest du nochmal hier? Du streifst durchs Land und tötest einheimische Kreaturen, um deine Gewaltfantasien auszuleben, ja? Nö, wir sollen nicht suchen. Ja, das sollte schwarzer Humor sein. Ich dachte, den mögt ihr Menschen. Aber jetzt spann mich nicht länger. Wie sagt ihr noch, auf die Folter? Horonaldiron schickt dich, habe ich recht?
Wenn ich so nachdenke, stimmt, er meinte, ich solle mich mit jedem noch so kleinen Detail bei ihm melden. Das war aber nicht nötig, also habe ich es nicht gemacht. Und was ich ja gemacht habe, tja, nachdem ich eine Menge äußerst potentes Voltan sichergestellt hatte, legte ich mich zu einem netten Nickerchen hin. Ja, ja, schon gut, schon gut. Wenn du es so wahnsinnig eilig hast, mache ich eben weiter. Horonalderon ist echt ein alter Sorgenkeks. Naja. So, dann wieder zurück. Oder nicht, weil ein Waldskorpion. Skirpo uns attackiert. Ah, sogar zwei. Auch toll, erstmal daneben gehauen. So, Nummer 1 down. Ah, er hat uns anvisiert. Perfekt. Nummer 2 weg. Und dritter auch noch da. Ja, super. Seite. Zack. Und Nummer 4, okay. Hol ich halt auch noch um. Aber jetzt Industriegebiet. Ab zum Diner. Dann können wir die Quest mal abgeben. Do I have to spell it out? Ah, eine Tyrannensichtung. So. Ah, die Dame aus Primordia. Ich versuche derzeit das Konzept der Metapher zu durchdringen, das bei euch Menschen zu existieren scheint. Hast du einen Augenblick Zeit für mich? Ja, was hast du denn zu sagen? Wunderbar. Denn Horonalderon rennt wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend und hört mir einfach nicht zu. Sagen wir, ein Mensch mit einer schwarzen Maske. Ein Mensch mit einer schwarzen Maske sei mir plötzlich vor den Kühler gesprungen. Sagen wir weiter, er hätte mir dann metaphorisch gesprochen deutlich gemacht, er wollte all meinen Voltan dazu verwenden, NLA zu zerstören. Und schlussendlich sei dieser dubiose Kerl dann metaphorisch in meinem Laster davon gebraust, der genug Voltan enthält, um die Menschheit auszulöschen. Wäre das schlimm? Metaphorisch gesprochen, natürlich. Ja, das wäre nicht gut. Ah, ausgezeichnet, dachte ich es mir doch, dass es schlimm sein könnte. Aber war das denn nun auch eine korrekte Metapher? Menschliche Konversation ist wirklich eine Kunst für sich, so schnell zu durchschauen. Und das gestohlene Voltan? Dazu wollten wir dringend ein paar Überlegungen anstellen. Ah, richtig. Denn wenn das Voltan jetzt zum Beispiel in die Stadt gelangen würde, hätte das viele Todesfälle zur Folge. Das wäre ein schwarzer Tag für NLA. Und? Das war jetzt aber voll die Metapher, oder? Ja, ja.
Wir tragen es mal weiter. Nun, was eine Lösung für die Aktualisation angeht, bin ich leider auch etwas ratlos. Sollte der Zwischenfall ein Problem für dich darstellen, könntest du dich ja erstmal umhören, ob jemand etwas Näheres darüber weiß. Der Blade namens Pierce scheint uns Tarabugano zum Beispiel nahe. Er steht uns Tarabugano zum Beispiel nahe. Er ist sehr nett. Sprich doch mit ihm, vielleicht kann er Licht ins Dunkel bringen. Und damit meinte ich, dass er die Informationen gibt. Aha, ich sehe mich schon als Meister der Metapher. Meine Genialität macht mir manchmal fast Angst. Du verdienst Respekt, Cross. Selbst unter uns Tarabuganern gibt es nur wenige, die das ertragen können, mit Voskeran zu sprechen. Es tut mir leid, ich verspreche, ich werde meine Schuld begleichen, aber bitte hilf uns zu verhindern, dass etwas Furchtbares passiert. So, dann geht's auch wohl noch weiter. So, zu Pierce. So, war man denn? Hier steht er. Wer mal es in der Welt erlaubt, sich so einen Scherz. Alle anderen versuchen bloß zu überleben. Und der? Wie kann man denn so geschmacklos sein? Das ist echt nicht mehr lustig. Was ist denn los? Oh, sorry. Irgendein Schachmat meint, er wäre witzig, sich das Licht der Gerechtigkeit zu nennen und eine Morddrohung an die Blade-Zentrale zu schicken. Das Schreiben selbst ist eine einzige, verworrene Hasstirade. Die Kurzfassung kündigt an, die gesamte Bevölkerung von NLA auszulöschen. Das Ganze sieht ziemlich unprofessionell aus und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich da nur irgendein Geistesgestörter einen kranken Spaß erlaubt. Wie bitte? Jemand hat das Voltan gestohlen, das die Zaroboganer gesammelt haben? Und dann war das Drohschreiben, oh gütiger Himmel. Dann meinte der das tatsächlich ernst. Und du? Dann suchst du also nach dem Typen, der dahinter steckt? Okay, dann hör dir das einmal an. Das ist das Schreiben. Vielleicht kannst du Rückschlüsse ziehen. So stehe ich nun am Urquell des Lebens, auf dass ihr Blade den schimpelhaften Versuch unternehmt, mich zu finden. Und dann, solltet ihr scheitern, wird über euch gerichtet und NLA zu einer Stadt der Toten werden. Der Typ hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Er ist jedenfalls auf jeden Fall ein Wettlauf mit der Zeit. Teilen wir uns auf und suchen ihn. Urquell des Lebens. Oh Mann, was soll das überhaupt sein? So. Okay. Der meint eventuell den Urquellfels. Ja, nur Wasserwerk. Das würde sogar Sinn ergeben, wenn er da das Voltan, was ja im Endeffekt einfach nur Giftstoffe sind, in die Wasserversorgung für den LNA einbringen könnte, würde das auf jeden Fall viele Tote mit sich bringen. So, dann schauen wir mal ins Biano-Wasserwerk. Rosi ist auch hier. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine Quest, die wir machen können. Ist auf jeden Fall interessant. Homer. Ist er Festivaltäter? Scheinbar. Ich bin Gott. Metaphorisch gesehen bin ich Gott. Neben mir sollt ihr Rädchen im Seelengetriebe sein. Seht, ich erlöse euch mit heiligem Voltan. Ha, kommt schon. Tu es einfach. Wirf das Zeug ins Wasser. Du kannst es. Tu es. Wir halten ihn mal auf. Was machst du denn hier? Oh, verstehe, du hast die Botschaft entschlüsselt. Scheint so, als wären doch nicht alle Blades komplett aus Stümper. So sei es. Heute stehe ich auf der großen Bühne des Lebens. Und das wäre so eine Show schon ohne eine metaphorische Zuschauerschau. Und nun werde Zeuge von Terror und Schrecken. All die Attrappenklone in der Stadt sollen verseuchtes Wasser trinken. Sie sollen jämmerlich verenden.
So, mal gucken. Ich schaue mal lieber nach, bevor wir hier jetzt irgendwas nicht so Schönes auslösen. Frage, wie die Quest nochmal hieß. So, hier. Okay, auf der Seite ist keine. Also es hat verschiedene Ausgänge. So, also der erste war egal. Hier müssen wir jetzt gut zureden. Du scheinst vernünftiger zu sein, als ich angenommen hatte. Also gut, ich erkläre dir noch schnell meine Philosophie, bevor ich NLA ein Ende setze. Es geht um meinen Körper, den hier. Ich weigere mich, das Dasein als Mimioid anzuerkennen. Wir verlassen unsere gottgegebenen Körper. Und im gleichen Augenblick verlieren wir unsere Menschen, unser Menschsein. Wir werden zu Höhlen, metaphorisch gesagt, sonst nichts. Das begreifst du, oder? Zu leben, wie wir leben, ist Gotteslästerung. Jetzt müssen wir widersprechen. Gekürter Blödsinn. Erkläre Homer, warum seine Ansichtsweise jeglicher Grundlage entbehrt. Aber wie kannst du dir da sicher sein? Wie kannst du dir so sicher sein, dass du ein Mensch bist, wenn dein Körper in Wirklichkeit bloß ein Roboter ohne Seele ist? Früher hatte ich deswegen ständig Panikattacken, aber alle anderen machte das neue Leben scheinbar gar nichts aus. Das machte mich so wahnsinnig wütend. Was ist die Seele, wenn sie existiert, dann doch nicht in Robotern? Doch wenn wir nicht aus Fleisch und Blut sind, wie beweisen wir dann, dass wir Menschen sind? Diese Attrappenklone können sich selbst belügen, so viel sie wollen. Sie sind keine Menschen. Und du und ich auch nicht. Besser, ich setze dem Ganzen ein Ende. Das Voltern soll allen Schmerz ein für alle Mal auslöschen. Oder nein, ich werde es tun. Ich lösche allen Schmerz aus. Jetzt müssen wir das absegnen. Ja. Moment, wieso versuchst du nicht, mich aufzuhalten? Heißt etwa, du verstehst, wie ich mich fühle? Liegst du auch nachts wach, weil dich diese Ungewissheit plagt? Und halt, was wenn? Vielleicht geht es ja allen so. Vielleicht sind ihre ganzen alltäglichen Beschäftigungen ja nur eine Ablenkung von ihren Zweifeln und Ängsten. So, und jetzt warten wir ab. Ich bin ein Hund. War die ganze Zeit nichts anderes als ein Hund, der durch metaphorische Zähnefletschen versucht, von seiner eigenen Freiheit abzulenken. Ich bin kein Gott. Ich habe mich nur hereingesteigert, weil ich keine Angst mehr haben wollte. Ich war so neidisch darauf, wie stark alle anderen schienen. Also stahl ich den Kram und schickte den Drohbrief ab.
unbewusst hoffend, dass mich einer aufhält. Dann stand ich stundenlang hier und traute mich nicht. Ich bin froh, dass mir das aufgegangen ist, bevor ich das Wolter ins Wasser geworfen habe. Du bist wie ein metaphorischer Lichtstrahl, der die Dunkelheit um mich herum vertreibt. Die Dunkelheit, in der ich mich verirrt hatte. Hier, nimm du das. Ich stelle mich. So, wir machen jetzt mal noch kurz die Quest hier fertig. Und dann erkläre ich mal noch, was die andere Sache gewesen wäre. So, aber erstmal geben wir die mal kurz ab. Wie ist es dir ergangen, Cross? Konntest du schon Hinweise auf den Schuldigen finden? So, und hier das Voltan. Ah, das ist das gestohlene Voltan. Deine Überredungskünste hatten also Erfolg, sagst du? Erstaunlich. Also, Foskeran, bedank dich schön bei der netten Blade. Das heißt, wahrscheinlich entschuldigst du dich am besten alles als erstes Mal. Oh, ich weiß. Das ist das, wo man den Kopf um ungefähr 45 Grad neigt und dann die Formel tut mehr so leid, murmelt, oder? Wir korrigieren ihn jetzt mal. Irgendwie bin ich jetzt echt müde. Du würdest eine exzellente Hypnotiseurin abgeben. Ich bitte um Verzeihung, werter Blade. Es war mein Fehler, ihn zum Reden zu animieren. Das hier möchte ich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit überreichen. Du hast sowohl die Stadt als auch den Zaroburgana gerettet. Danke. So. Licht der Gerechtigkeit abgeschlossen. So, und zwar... nur mit dieser Kombination... beruhigen... verneinen... ihn bestätigen und abwarten, kann man das Voltan bekommen. In allen anderen Fällen würde er das in das Wasserwerk werfen, aber es würde nichts passieren, weil unser Wärter Foskeran hilft, also vorbeikommt und das Voltan wieder rausholt aus dem Wasserwerk. Er kann es ja wieder extrahieren. Genau. Hat auch keine Auswirkung auf später, beziehungsweise auch auf sonstiges. So, aber dann ab zum Wasserwerk, weil da haben wir definitiv eine Quest. Dann wollen wir die auf jeden Fall auch noch machen. So, Rosi. Alle sagen, dass ich mich in letzter Zeit total verändert habe. Dass ich plötzlich hart arbeite und verantwortungsvoll geworden bin. Vor einer Weile wurde die Anlage von Kantores angegriffen. Nun, du erinnerst dich ja sicherlich selbst noch lebhaft daran. Danach konnte und wollte sich keiner mehr um die Leitung des Wasserwerks kümmern. Aber ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich meine, irgendjemand muss es ja machen. Wie sieht es denn aktuell mit der Anlage aus? Sie funktioniert reibungslos und sorgt für eine zuverlässige, mineralreiche Trinkwasserversorgung in NLA. Und dank der Wächterbots, die offen gebaut und uns zur Verfügung gestellt haben, kann man sich auch wieder einigermaßen sicher fühlen. Wobei sie seit kurzem ein bisschen rumspinnen und das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Sorgen. Gelegentlich schalten sie sich einfach ab, dann funktionieren irgendwann plötzlich wieder und manchmal bewegen sie sich ziemlich unberechenbar. Ein Opfer hat die Wächterbots entworfen und gebaut. Tanzelek heißt er. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe auch gehört, dass du ihm dabei geholfen hast. Falls es dir nichts ausmacht, könntest du vielleicht nach NLA gehen und ihn holen. Mir wäre wohler, wenn er sich die Dinger mal ansehen würde.
So. Dann ab mal zu Tanzi... zu... Na? Danke, ich bleibe inzwischen hier und arbeite weiter. Die Stadt braucht eine Menge Wasser und ich bin es meinen verstorbenen Freunden schuldig, für die Bereitstellung zu sorgen. So, Tanzelek. Kann ich gerade auch nicht mehr aussprechen. So. Dann zum Testhangar. So. Haben wir dich dann? Da steht er doch. So. Hm? Oh, hallo. Kann ich dir behilflich sein? Die Wächterbots funktionieren nicht richtig. Das klingt nach einem herzhaften Problem. Sollte das Bianowasserwerk irgendwelche Schäden erleiden, wären wir offen nicht mehr in der Lage, weiteres Senirapa-Wasser herzustellen. Dies muss um jeden Preis vermieden werden. Ich werde mich umgehend zum Wasserwerk begeben. So. Dann wieder ab zum Wasserwerk. Stimmt ja. Die können ja ihr Spezialwasser durch das Bianowasserwerk herstellen. Das hatte ich wieder komplett vergessen. Hilfe, Crosshead spielen Dinge völlig verrückt. Die liegen mir noch die ganze Anlage in Schutt und Asche. Geht's dir gut? Danke, aber bis auf ein paar Schrammen ist alles in Ordnung bei mir. Und eine neue Hose könnte vielleicht auch nicht schaden. Aber was viel schlimmer ist, die Wächterbots. Plötzlich sind sie total durchgedreht und haben auf mich geschossen. Einfach so. Ich habe noch versucht, sie manuell abzuschalten, aber keine Chance. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt droht die Hauptturbine der Anlage zu schmelzen. Das haben wir bestimmt der spontanen Schießtätigkeit dieser Wächterbots zu verdanken. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, damit sie aufhören. Okay, als nächstes muss die Anlage evakuiert werden. Aber dazu brauche ich Unterstützung. Es sollte meinen Maschinen nicht möglich sein, Menschen anzugreifen oder das Wasserwerk zu beschädigen. Ich programmiere das sogar... Eigens ein Selbstzerstörungsmechanismus, der aktiviert wird, sobald ein befreundetes Ziel ins Visier genommen wird. Es kann sich nicht um einen einfachen Störfall handeln. Und das heißt, hat das jemand mit Absicht gemacht? Das vermag ich ohne eine gründliche Inspektion nicht mit Sicherheit zu sagen. Was ich hingegen ohne Zweifel sagen kann, ist, dass dies eine ernsthafte Bedrohung für uns offen darstellt. So das Bernow-Wasserwerk, den Dienst versagen, werden wir nicht mehr in der Lage sein, weiteres Senirapa-Wasser herzustellen. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann niemand das Ausmaß des zu erwartenden Schadens abschätzen. Eine formelle Anfrage an Blade würde zu viel Zeit kosten. Kann ich mich darauf verlassen, dass du dich um die Sache kümmerst? Natürlich. Perfekt. Du musst die Wächterbots zerstören. Wenn wir sie anders nicht abschalten können, ist das unsere einzige Wahl. Im Kontrollraum gibt es einen Notschalter für die Stromversorgung der Turbine. Wenn man den Strom abschaltet, sollte sie ziemlich schnell abkühlen. Kannst du das bitte auch übernehmen? Ich verspreche dir, dass ich den Grund für dieses Chaos finden werde. Sorge du inzwischen bitte dafür, dass die Situation nicht völlig aus Kontrolle gerät. Viel Glück. So. Dann schalten wir auf jeden Fall mal die Hauptturbine ab. So. Dann haben wir schon mal die Turbine runtergefahren. Jetzt ist die Frage, wo die Wächterbots sind. Gehen wir mal weiter durch. Da war einer. Ja. Level 31. Okay, die Fresse hätten wir schon länger machen können. So. So.
sah auf jeden Fall sehr interessant aus. So, Nummer 1, down. Da mal ein. Zwei ist down. Ah, hat uns gerade anvisiert. So, ich spot Nummer 3. Also die sollten sich eigentlich selbst sprengen. Aber das tun sie nicht. So, Nummer 4. Hier ist einer. Gut, weil danach findet es auch immer einer. So, noch 5. Und hier hinten ist der letzte. Genau. So. Dann wieder zurück zu Rosi. Und mal schauen, ob Tanzelek irgendwas rausgefunden hat. Na. Haben wir inzwischen Miranium bekommen. Nach der Quest direkt das ganze Miranium mal abgeben. So, hier draußen steht sie. Ja. Stehen beide. Gut gemacht, dank dir steht die Anlage noch. Eine eingehende Untersuchung der zerstörten Wächterbots offenbarte den Grund für deren Amoklauf. Es scheint das Werk eines Verräters gewesen zu sein. Verräter? Jetzt mach aber mal halblang. Willst du damit sagen, dass unter meinen Leuten ein Spion ist? Es handelt sich nicht um einen menschlichen Verräter, sondern um einen der unseren. Urteilt ihr offen nicht ein Bewusstsein, weil ihr alle dem Oval gehorcht oder so ähnlich? Das ist prinzipiell richtig. Richtig ist jedoch auch, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Der Name des Verräters ist Lan Kord. Er ist einer der Orphen, die ursprünglich von den Ganglion nach Mira gebracht wurden. Laut den Erinnerungen, die ich von Sun Celek erbte, war Lan Kords Ova ziemlich schwach. 5 von 6 Orphen hielten es für vorteilhaft, sich mit den Menschen zu verbünden, doch Lan Kord weigerte sich, den Ganglion zu entsagen. Das ist ja schön und gut, aber warum zum Teufel sollte er es auf die Anlage abgesehen haben? Die Wächterbots gaben ihm die perfekte Gelegenheit, Unruhe zu stiften. Lan Kord ist wohl vertraut mit der Technologie, auf der sie basieren. Es wäre für ihn weitaus einfacher gewesen, meine Wächterbots zu manipulieren, als beispielsweise eine Maschine der Menschen oder der Manon. Zwar hatten wir uns damit abgefunden, dass er unsere Technologie an die Ganglion weitergibt, doch mit einem direkten Angriff seinerseits hätten wir nicht gerechnet. Dieser Typ scheint ja echt eine Plage zu sein. Aber ehrlich, aber egal, was passiert. Ich bleibe hier und mache meinen Job. Und dieser Lanko, wie auch immer, kann mir mal kreuzweise, wenn ihm das nicht gefällt. Ich gebe diese Anlage nicht auf, das bin ich meinen Freunden schuldig, die hier ums Leben gekommen sind. Und du machst dich am besten schleunigst an die Arbeit und entwickelst einen Wächterbot, den dein kleiner Freund nicht manipulieren kann. Ehegt kein Groll, ob meines Versagens? Ihr Offen gibt euer Bestes, um uns Menschen zu helfen. Wie sollte ich da böse sein? Im Gegenteil, ich bin dankbar.
Mal gucken. Scheint hier nichts zu machen. Stimmen wir ihm mal zu. Ihr habt mein Wort, dass ich ihn bald fertiggestellt haben werde. Vielen Dank für euer Verständnis. Viel Glück mit der Entwicklung. Und dir danke ich auch. Ihr habt beide was gut bei mir. Echt nett, dass ihr mich nicht im Stich lasst. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Und haben wieder ein Segment erforscht. Wir haben jetzt in der Ecke wirklich ziemlich alles durch. Von Primordia. So. Dann gehen wir noch kurz das Meranium ab. Verwaltungsbezirk. Arsenalallee. Und schauen wir noch gleich mal noch kurz, ob wir irgendwelche Quests, also so kleine Quests mal abgeben können. Ist auch immer praktisch mal reinzugucken. So. Alles. So. Dann mal drüben noch kurz gucken. Passt. Dann können wir bald jemand anderen reinnehmen. Weil dann braucht man nicht mehr Nagi mit uns rumschleppen, weil dann haben wir ihn schon ja, genügend Harmonie geholt. Ja. Ich hätte dann aber für bis hierhin mal gesagt, das war's für diesen Part. Zwei Quests geschafft, ist auch wieder eine gute Bilanz. Und im nächsten schauen wir uns dann einfach wieder nochmal weiter um, ob wir noch weitere Quests finden. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.